Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe gerade mal zwei Tücher eingepackt und zwar nehme ich die später mit, will aber die Verpackung nicht wieder nach Hause nehmen. Ich weiß jetzt nämlich nicht, ob ich bei meinem Schwiegervater heute schlafe oder nicht. Und ich dachte, wir tragen uns zusammen ein Gloss auf. Ich denke, das sieht ein bisschen schön aus. Oder ein Lippenstift, den möchte ich gerne ausprobieren. Den habe ich geschenkt gekriegt von der lieben Sunny. Das ist ein Chubby Stick. Und ich trage den auch. Es ist eigentlich eine Pflege, was meine Lippen echt gut gebrauchen können, denn ich werde, glaube ich, krank. Es ist wieder einiges leer geworden. Und ja, der Lippenstift aber nicht. So, kommen wir zum Haushalt. Dekorative Kosmetik weiß ich gar nicht. Doch. Ich sehe da schon einiges. Und zwar... Ja, Haushalt und dekorative Kosmetik und Pflege natürlich. Und ein paar Sachen habe ich aussortiert, weil sie einfach Schrott sind. Ich zeige euch auch gleich die aussortierten Dinge. Und ja, also auf jeden Fall fangen wir mal an mit Haushalt gerade. Profissimo Quick Fresh and Easy. Das sind diese Beutelchen. Da habe ich gerade den letzten mitgenommen. Ja, da ist jetzt mein feuchtes Tuch drin, weil, keine Ahnung, wegen einem Teil wollte ich jetzt nicht die Tücher aufheben oder wegen zwei Tücher diese Verpackung aufheben. Das ist ein Liter. Die hole ich immer mal wieder, gerade für Trash-Pakete oder da tue ich gerne Nagellacke rein, falls sie mal auslaufen sollten. Oder ich gebe meine Tochter mal so einen Beutel mit und Obst und Gemüse, keine Ahnung, kommt drauf an, wo sie unterwegs ist. Wenn sie nämlich einen Ausflug machen, dann möchte ich nicht unbedingt, dass sie diese schweren, lästigen Tupperdosen rumschleppt. Dann kriegt sie so einen Beutel mit, seltenst, aber doch ab und zu. Oder ich mache da, was mache ich da sonst noch rein? Ja, irgendwas, was übrig geblieben ist, zum Beispiel Salat. Wenn ich Salat gewaschen habe, dann möchte ich, das ist bei mir so, dass wenn ich das in der Tupperdose lasse, in der Salatschleuder, ne? Kann man ja auch so den Deckel drauf machen von Tupper. Außen Augen, außen Sinn. Vergessen. Und dann mache ich das gerne, den Salat da rein. Dann sehe ich ihn und dann sehen die anderen das. Das ist noch wichtiger, weil ich weiß es eigentlich meistens, die anderen aber nicht, dass es noch Salat gibt. Dann habe ich heute leer gemacht, also es sind noch ein paar Tabs da. Ich habe ein bisschen aussortiert und weggeschmissen und Badezimmer aufgeräumt. Und deswegen wollte ich euch die WC-Tabs denken mit. WC-Tabs, drei Phasen, Kraft, Aktiv. Die habe ich jetzt... Da sind noch ein paar Teile drin. Das wird ja auch dauern, bis ich ein DM-Haul mache. Von daher, die mag ich sehr, sehr gerne. Kann ich euch empfehlen. Dann haben wir leer gemacht. Burti, das ist eine neue Rossmann-Marke gewesen. Das habe ich vor 2 Monaten gekauft, glaube ich. Oder vor 1 Monat. Das riecht fast nach nichts. Also eigentlich nur noch so ein bisschen... Ja, nach irgendwas Frischem. Ich würde nicht sagen, dass es jetzt hier bewahrt die Formel Farbschutz für dunkle und schwarze Textilien. Benutze ich immer gerne so flüssiges Mittel. Jetzt lass das mal. Ja, kann ich gleich. Dann habe ich das eben, wie gesagt, leer gemacht. Fand ich in Ordnung, würde ich auch wieder nachkaufen. Ja, was war das Problem? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, gab kein Problem. War okay. Hat die Wäsche sauber gemacht und das zählt. Mir fliegt hier immer alles runter. Dann haben wir heute leer gemacht. Mensch! Dann haben wir heute leer gemacht. Glitzer, Wasser, Waschschaum, magischer Glitzerwaschschaum, duftet nach Himbeeren, Prinzessin Sternenzauber. Die hatten wir früher schon, muss ich sagen, mit Pfirsich, glaube ich, war das. Himbeere roch sehr gut, hat sogar meinem Sohn gefallen, dass es geglitzert hat. Also für alle Kinder geeignet, ob es jetzt nun rosa ist oder... Ich finde es halt cool, wenn es einfach eine neutrale Farbe hat. Ja, dass die großen Geschwister nicht sagen, oder sowas. Aber er hat sehr gefeiert. Er hat immer geschüttelt und dann seine Hände damit gewaschen. Das mochte er sehr, sehr gerne. Kann man auch eigentlich selber machen, ne? Wenn man so kleine Glitzerpartikel da reinfüllt. Geht das auch mit normalen Seife, mit klaren. Dann Lenore, einer meiner Bestseller. Ich liebe Lenore. Lenore, Aprilfrisch und das Weiß, das Gelbe. Das Gelbe hatte ich schon lange nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das von Lenore war das. Doch, von Lenore. Ich mag den, der ist super. Ich benutze den immer. Wenn ich zum Beispiel Lappen wasche oder sowas, mag ich das nicht. Wenn das
da drin ist, also in diesen Weichspülerfach, ich mache das meistens da, wo das Waschpulver reinkommt, dann riechen die, also so eine Art wie Parfümersatz, ohne dass die Lappen weich werden, weil die wasche ich ja bei 95 Grad und Handtücher und so. Und da ist zum Beispiel so ein Kandidat, der sieht echt übel aus. Ich habe jetzt nicht damit natürlich gereinigt und irgendwann mal habe ich gedacht, nee, komm, reinigst du jetzt die Gummistiefel meines Sohnes damit? Und das hat super geklappt, weil ich nichts anderes zu Hause hatte, hatte ich das Gefühl. Deswegen kommt das jetzt im Müll. Dann aus meinem Projekt ist ein Silberglanzspülung leer gegangen. Die würde ich tatsächlich auch nicht mehr nachkaufen, weil ich einfach finde, es ist einfach ein Shampoo, was nicht viel macht. Also, Pflegespülung. Ich bräuchte da schon irgendwas, wo ich das Gefühl habe, ja, okay, meine Haare werden wirklich irgendwie so ein bisschen aufgebaut oder ein bisschen Griffigkeit bekommen sie. Sie werden ein bisschen dicker. Also ich würde mir tatsächlich von Redken mal das Extreme angucken und das im Moment nicht. Ich werde auch meine Friteuse da fragen. Ich habe noch eine Bekannte, die Friteusin ist, die mit Redken arbeitet, was sie mir empfehlen würde, aber Extreme würde ich dazu greifen. Dann ist ein Nagellackentferner leer gegangen. Ich liebe den. Ich benutze immer den Acetonhaltigen, denn ich finde, wenn man so Nagellack drauf hat und ich den Aceton freinehme, der trocknet wahnsinnig meine Nagelhaut aus und ich kriege sofort so trockene Haut, dass sie dann so einreißt um den Nagel herum und bei Aceton nicht. Keine Ahnung, ich liebe es und ich würde es mir immer wieder nachkaufen. Dann aktuell benutzt mein Freund, weil er ja so Schuppen hat, hat er von seiner Mutter hier das mitbekommen. Eigentlich hat sie das für ihren Mann gekauft, aber ja, irgendwie hatten wir das Thema Schuppen und dann hat sie ihm das mitgegeben. Von Eucerin Dermocapillaria Anti-Schuppen-Creme-Shampoo und das ist echt so eine cremige Konsistenz. Mein Freund sagt, er hat das Gefühl, dass die Haare so fettig sind. Ja, keine Ahnung, trockene und Schuppen. Ja, aber es hilft ihm, wenn er das benutzt. Also es macht schon was, ist aber noch nicht leer. Dann, wie gesagt, meine Micellenreinigungstücher, die mochte ich im Gesicht nicht so. Habe ich natürlich trotzdem benutzt. Hier sind noch zwei. Ich habe auch tatsächlich, der Geruch ist wirklich angenehm. Ich liebe auch das Design. Ich mag Nivea wirklich gerne, eigentlich. Aber bei mir pritzelt das hier. Also ich bin da ein bisschen empfindlicher. Ich fand die Balea Anti-Aging Plus, glaube ich, oder Vital Plus besser. Da hat es wirklich nichts gepritzelt. Würde ich mir nicht nachkaufen. Ich würde was Neues ausprobieren. Also vielleicht mal die blauen Nivea-Tücher oder sowas. Irgendwas würde ich mal in der Drogerie Neues holen. Ansonsten würde ich lieber zu Balea Vital Plus greifen. Dann haben wir hier Popotücher leer gemacht. Die lieben wir. Wassermelone. Ihr seht es vielleicht. Ich liebe Wassermelone. Ich könnte meinen eigenen Hintern auffressen. Das tun wir zwar nicht, aber gut. Dann leer gegangen ist eine Handseife. Wenn ihr eine Handseife sucht, ich weiß es nicht, ob Dusch das tierversuchsfrei ist. Melanie hat neulich gesagt, wegen einer Handseife, wenn die tierversuchsfrei sind, probier die mal aus. Die ist echt klasse. Ich liebe den Duft. Es ist zart. Es ist wie gereinigt, frisch gewaschene Wäsche. Es ist wirklich pflegend sogar. Also ich habe nicht das Gefühl, es trocknet aus. Und ich liebe den Duft. Ich könnte, wenn ich meinen Beauty Blender oder meinen Beauty Schwamm damit reinige, könnte ich den sogar essen. So gut finde ich den Duft. Absolute Liebe. Dann Fur Kids, süße Beere Duft mochte ich überhaupt nicht. Ich habe es zwar nicht benutzt, aber der Rest habe ich benutzt. Da war so ein Pipifax. Das stinkt einfach nur ekelhaft. Meine Tochter feiert ja sowas. Ich überhaupt nicht. Deswegen sage ich immer, benutze mein Zeug auch mit, da diese Gel-Dinger. Dann etwas, was ich aussortiere. Das Ding hat von Anfang an nicht funktioniert. Das ist jetzt von Airwick. Ich habe das extra damals gekauft. Es funktioniert nicht. Egal, ob du die Batterien wechselst oder nicht, anmachst oder nicht. Aber es klappt einfach nicht. Es dreht nicht durch. Also es macht einfach nichts. Ich habe das Teil rausgeholt. Werde ich auch nicht nachkaufen. Sowas brauche ich im Bad nicht. Ich finde das unnötig. Dann heute leer gegangen ist das Balea Micellen Waschgel und Augen-Make-up-Entferner. Als Waschgel total tauglich. Jeder Hauttyp. Ich habe meine Tochter gesagt, sie darf das gerne mitbenutzen, weil es einfach ein Waschgel ist. Es entfernt kein Make-up, wie ich finde. Und es macht auch nichts besser. Also ich würde es mir wahrscheinlich nicht nochmal nachkaufen, aber wenn ich es sehen würde und es wäre im Sale für 50 Cent, dann pack ein und kann es verbrauchen. Dann habe ich mit euch zusammen ein Make-up leer gemacht. Wie ihr seht, ist da nichts mehr drin. Also es ist wirklich komplett ausgelutscht. Das Ding, ich habe eine Review dazu abgedreht, falls es jemanden interessieren sollte. Gibt es dazu tatsächlich eine Review? Ich fand es gar nicht so gut, weil es echt Unreinheiten hervorgehoben hat. Ich habe jetzt auch mein Make-up sicherlich 12 Stunden drauf, aber das hat lange noch nicht so eine, ja,
so einen Schaden angerichtet wie das hier. Also ich kann es euch absolut nicht empfehlen. Lasst die Finger davon. Es ist sehr intensiv vom Duft und sehr... nee. Also das braucht ihr wirklich nicht in eurem Leben, denke ich. Für jüngere Haut, die kann vielleicht ein bisschen mehr ab. Meiner Tochter würde ich es nicht kaufen. Davon mal ganz abgesehen. Dann leer gemacht haben wir auch Trockenshampoo. Das ist wirklich vom Balea ein Trockenshampoo, was ich vom Duft her mochte. Aber ich kann euch das absolut nicht empfehlen für die Haare. Ich finde, das macht nicht viel. Also wenn man wirklich fettige Haare hat, ist das irgendwie nicht so richtig zu gebrauchen. Ich habe das Gefühl, ich bräuchte dann nochmal am Tag. Wenn ich Batise benutze, dann brauche ich es nicht. Also ich finde das Design immer richtig schön. Aber viel machen tut es leider nicht. So, ihr Lieben, ich bin wieder am Start. Ich musste gerade mal gucken, wo ich bleibe mit meinem Ladegerät. Ich habe leer gemacht oder ich werde die Dose gleich nochmal auftragen. Da ist echt nicht mehr viel drin, nur noch für eine Anwendung. Wie ihr seht, das war von der Nail and Cuticle Cream, nee, Boys and Girls LE da damals. Ich fand das schwachsinnigster Kauf ever mal wieder. Effer und Effer und Effer. Ja, keine Ahnung, 25 Milliliter drin. Soll die Nagelhaut, ich weiß es nicht, das zieht überhaupt nicht ein. Das legt sich hin wie Butter, die du dann nicht einfach einmassieren kannst. Also es gefällt mir nicht, werde ich nicht nachkaufen. Ich finde, das war echt ein schwachsinniger Kauf. Werde ich jetzt nochmal eine Anwendung benutzen. Dann haben wir, was ich euch empfehlen kann, die sind echt reißfest geworden. Die Zugband-Müllbeutel sind relativ feste, also die reißen nicht mehr am Bündel, da wo man sie eigentlich zumacht. Und finde ich echt gut. Also würde ich definitiv nachkaufen. Dann zwei verschiedene Zahnbürsten. Einmal die von meinem Freund. Ja, er mochte die nicht. Und einmal von mir. Eigentlich müsste noch einer von mir irgendwo herrschen. Er mochte die nicht und ich mochte die hier nicht. Er mochte die nicht, weil sie so weich ist. Und bei mir war das das Problem, ich fand sie zu scharf. Wir hätten tauschen sollen. Ich mag Borsten, wo es gerade ist, das allerbeste ist Dr. Best meiner Meinung nach. Und ich habe immer zwei Zahnbürsten. Keine Ahnung warum, aber schleicht sich dann so ein. Ja, die hat mir einfach, die war zu scharfkantig, die war von Colgate und das war so eine No-Name-Geschichte von meiner Mom. Keine Ahnung, mochte ich nicht. In der Post hatte ich den Swiffer Stopp-Magnet-Kit, das ist auch in Verwendung. Cooles Teil, cool, dass man es testen durfte. Ich werde mir auf jeden Fall von Swiffer diese feuchten Reinigungstücher für den Boden holen, wenn ich es denn brauche. Und ja, würde mir tatsächlich so ein langes Teil holen, wo ich dann Staub entnehmen kann. Denn meine Bude staubt, das ist der Hammer. Manche penible Leute, ich beneide die, die das hinkriegen. Auch meine Freundin, die ist echt sauber, 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 sauber. Ich bin chaotisch halt einfach. Ich bin nicht unbedingt dreckig. Bei mir liegen jetzt keine Essensreste und Brot und weiß ich was jetzt hier auf dem Boden. Aber ich bin chaot. Da kann auch mal eine Klamotte liegen und keine Ahnung was. Ich bin einfach, ja, ich war schon immer ein Chaot und ich versuche das jedes Jahr auf die Reihe zu kriegen. Aber ich schaffe das irgendwie nicht. Ich bräuchte echt so ein professionelles Training, weiß ich. Ja, manchmal klappt es besser, manchmal eben nicht. Claire Fresh, die fand ich echt gut von Don to Dent, die würde ich mir tatsächlich nachkaufen. Und Sensodyne war auch okay, die war aber eher aus der scharfen Reihe. Und was mir aufgefallen ist, dass oftmals so teure Zahnbürsten irgendwie so ein Noppi haben, wo man die Zahnbürste nicht richtig rausdrücken kann. Warum machen die das extra, damit man neue kauft, ne? Meine Tochter hat eine Badeperlen Feenland von Teddy Sept gemacht. Das fand sie cool. Hat sie gefeiert. Das roch richtig lecker. Das roch richtig lecker. Ich habe es zwar, glaube ich, nicht wahrgenommen, sage ich mal. Es gibt nur bei DM steht hier. Also ich mochte das und kann euch das... Der Duft ist geilo. Der Duft ist... Da würde ich mich selbst noch reinhocken. Geilo. Dann so Pipettengeschichten. Ich habe so eine Nachricht bekommen, man müsste gut schütteln. Ja, das tue ich. So blöd bin ich nicht. Ich bin auch froh, dass man mir Tipps gibt. Ich bin echt froh, auch wenn sich das vielleicht manchmal nicht in meine Stimmlage oder sowas anhört. Aber ich bin froh um Tipps. Ja, ich habe das
bei den Tropfen gehabt. Ich habe gestillt wie eine Irre. Ich hätte es auch an die Wand klatschen können. Da hätte ich es wahrscheinlich eher rausgekriegt. Ihr seht, ich habe das alles rausgeholt. Diese Pipette funktioniert jetzt wahrscheinlich. Mir ist das Waschmittel da ausgelaufen. Und ich zeige euch das. Ich habe das einfach im Pumper umgefüllt. Ich habe das einfach in dieses Teil hier gefüllt und gut ist. Also es ist nicht aufgebraucht. Aber ich bin dabei, das Ding hier leer zu machen. Damit ich das dieses Jahr einfach zeigen kann, dass ich sie geschafft habe. Das motiviert mich jetzt gerade. Dann kommen wir mal zu zwei Rasierer. Einmal von meiner Tochter, einmal von mir. Keine Ahnung, wie alt die Dinger sind. Dann Maxi-Pads. Ich habe die Liebe für Maxi-Pads entdeckt. Ich benutze jetzt auch gerade. Seht ihr das? Das Waschmittel ist ausgelaufen. Meine Liebe besteht da drin. Ich benutze Maxi-Pads wahnsinnig gerne. Ich mache mein Augen-Make-up-Entferner. Ich brauche zwei Pads. Ungefähr. Es kann auch sein, dass ich mit einem hinkomme. Aber wenn ich zum Beispiel meine Augen mache, dann brauche ich auch drei. Und dann komme ich aufs selbe raus, sage ich mal. Und es ist jetzt nicht so die Produktverschwendung. Und ja. Keine Ahnung. Also ich mag es. Ich mag es auch am Abend. Ich meine, man gibt so viel Geld aus, um dass man die Paste drauf schmiert. Ja, da muss man sie auch irgendwie abschmieren. Hat gut funktioniert. Sohnemann hat in Badekonfetti Sterne gebadet. Das war von Müller oder Eigenmarke. Marke Beauty Kids. Fanden wir cool. Er hat es natürlich mehr gefeiert als ich. In der Zeit putze ich meine Pinsel, wo er da belustigt spielt. Haben nicht gerochen, haben sich aber super aufgelöst und klebten nicht in der Wanne wie irre. Tinti Badefarbe geht immer. Also in Gelb. Gelb, er geht nämlich in die gelbe Gruppe im Kindergarten. Dann aktuell benutzt meine Tochter unreine Haut unter Kontrolle von Eucerin. Sie hat Pickel, ne? So richtige Pubertätspickel hatte ich damals auch in dem Alter, wo sie war. Jetzt neu auch in 400 Milliliter Flasche. Ich bin immer in Euros, keine Ahnung. Ja. Sie mag's, sie findet's cool, dass sie was vom Arzt geschenkt gekriegt hat. Das ist so eine Probeding gewesen. Ja, sie testet das und berichtet mir dann. Und ich berichte euch, wie ich es finde. Ob ich es ihr nachkaufen würde oder nicht. Keine Ahnung, was es kostet. Sie meinte, man könnte auch was aus dem DM nehmen. Mal gucken. Vielleicht kriegt sie was aus der Apotheke, vielleicht aus dem DM. Ja, gib ja genug Scheiß auch für mich aus. Mal gucken. Dann habe ich ein Nagellack leer gemacht und zwar dann. Das geht nicht. Also der ist wirklich, Leute, da ist echt nicht mehr viel drin. Ich kann euch mal zeigen. Vielleicht dieses untere, seht ihr das, wo es halt dicker wird? Ja. Nee. Komm. Ich krieg da nichts mehr raus. Das wird, er schlägt Bläschen, es verlässt sich nicht gut verteilen. Man sieht auch, denke ich, ganz gut. Der lag jetzt nur so blöd. Das war noch Essie, wo es für 13 Euro im Douglas nur gab. Und alle so irre waren und jetzt noch irre sind, was für 8 Euro zu haben ist. Ich würde, glaube ich, Essie so nicht mehr nachkaufen. Ich bin auch zufrieden mit Sally Hansen. Habe ich viel mehr was davon. Hält bei mir besser. Finde ich auch schöne Farben. Und die anderen, ja, Essence. Ja, Schatzi, ich mache dir gleich was. Ja, die Farbe war der Knaller, würde ich mir auch nachkaufen. Aber nicht für 8 Euro. Nö. Bin ich nicht bereit, ich würde woanders da schauen. Zur Neon-Geschichte, ne? Das war die 699, habe ich gefeiert. Dann habe ich aufgebraucht einen Lip Liner, der ist mir auch mehr abgebrochen als aufgebraucht, muss ich ehrlich sagen. Das war so ein Schier. Der ließ sich nicht richtig auf, also ja, ich versuche mal noch zu swatchen. Ja, nee, funktioniert nicht so richtig, weil der echt aufgedreht ist. Ja, das war die 010 von Trended Up. Trended Up macht super Lip Liner, die normalen, die stinknormalen. Sheer Shade Lipstick in der 010. Das hat mir die Sarah, glaube ich, mitgeschickt. Nee, mochte ich überhaupt nicht. War einfach sheer. Wozu ein sheeren Lip Liner? Nee, habe ich auch in den durchsichtigen keinen Sinn gesehen. Also lieber einen farbigen und der auch etwas Farbe abgibt, wie gar nichts. Also wie wirklich nichts. Aber er ist leer und Gott sei Dank. Glamidol Super Black Liner Waterproof von Catrice. Ein Liquid Liner. Die Spitze ist sehr interessant. Man konnte so draufstempeln. Es ist ein bisschen eingedickt und ich muss sagen, über Lidschatten, also vielleicht seht ihr das. Er malt nicht mehr so schön wie am Anfang. Also ja, er gibt den Geist so mittendrin und immer am Anfang auf.
ich möchte mich nicht damit rumquälen. Ich habe genug Sachen, das wisst ihr. Für mich ist es dann aufgebraucht in dem Moment, wo ich 10-mal drüber machen muss und es nicht mehr geht. Also wenn es leer ist, ist es halt einfach nur mal leer. Dann etwas, was ich aussortiere, das habe ich glaube ich schon 10 Jahre. Fast 10 Jahre, nee. Aber so ein CC-Cream, grünes Teil, das riecht auch nochmal gut. Das war mal bei dem Melloflori im Paket. Ja, sortiere ich jetzt aus, schmeiß definitiv weg. Dann auch wegschmeißen tue ich diese ganzen Schwämme. Das brauche ich nicht. Die benutze ich nicht, die brauche ich nicht. Das kommt weg. So, aufgebraucht. Aufgebraucht und tschüss. Das war's jetzt. Der Rest kommt nächstes Mal.